die Trainer und an die Motivation für die neue Generation. Herr Schiffer, Sie gelten auch als jemand, der es versteht, gut zu leben. Sie haben gut gegessen, immer in Deutschland, auch Wert darauf gelegt, dass Sie gute Restaurants aufgesucht haben. Sie spielen Golf und Tennis. Wo bleibt das alles in Kamerun? Da verzichte ich drauf. Ich freue mich auf diese Arbeit. Ich wollte ins Ausland gehen, ich wollte im Ausland arbeiten und als das Angebot kam, habe ich es angenommen und ich habe in einem guten Restaurant mal Herrn Koschnik kennengelernt übrigens, fällt mir gerade ein. In Kamerun? Nein, in der Pfalz. In der Pfalz, okay. Aber ein sehr ordentliches Restaurant mit einer sehr guten Küche, wir können uns gar nicht beklagen, auch die Weine waren nicht zu beanstanden. So ist es, so ist es. Aber ich meine, dass ich wohne in Baden und in Ettlingen. Ettlingen ist ja, auch... Hat ein berühmtes Restaurant? Ja, kann man ja ruhig schnell in Erbrenz und dann fährt man nicht weit in den Schwarzwald oder ins Elsass. Haben Sie, die Traube Thronbach und das war wunderschön. Und haben Sie mit nach Kamerun Ihren Porsche genommen? Ich habe keinen Porsche mehr. Da haben Sie keinen mehr? Ich brauche keinen Porsche in Kamerun. Ich bin nicht so oft in Kamerun. Ich bin viel in Europa. Aber da könnte man ja wenigstens mal offen fahren, ne? Ja. Herr Schiffer, Sie leben in Berlin auch nicht schlecht, oder? Ja, nein, absolut. Ich wollte in keiner Weise den sozialen Heil. Er ist ein Gourmet.